herzlich willkommen wieder zurück auf unserem Kanal. Heute geht's mal hoch in die Lüfte und wir spielen eine Runde Blood Red Skies. Haben am letzten Spieltag ja ausgespielt die Bedingungen für dieses Gefecht. Der Japaner hat dadurch, dass der Amerikaner das letzte Mal das Gefecht gewonnen hat, ja sehr starke Nachteile bei der Schlacht hier. Dadurch, dass ich das letzte Mal den Flieger zerstört habe, wird die Theaterkarte Numbers rausgenommen. Das bedeutet, dass der Japaner eigentlich, dadurch, dass er am Anfang in hoher Überzahl gekämpft hat, eigentlich zwei Maschinen mehr bekommt. Das haben wir damit negiert. Dann haben wir als zweiten Effekt, dass die japanischen Flieger alle mit einem Nachteil starten in die Runde. Der Amerikaner gleich ganz normal würfeln kann, ob er Vorteil, neutral oder Nachteil hat. Das heißt, da muss mein Würfelglück gleich etwas entscheiden. Und der dritte Nachteil, den der Japaner hat, dadurch, dass ich das Treibstofflager zerstört habe in der letzten Runde, wird ab der vierten Runde gewürfelt. In der vierten Runde auf 1 plus muss das entsprechende Flugzeug abdrehen, weil es keinen Treibstoff mehr hat. Ab der fünften Runde 2 plus und so weiter, bis ja hoffentlich alle japanischen Flieger schnell das Spiel verlassen. Ja, und ansonsten stellen wir uns jetzt, euch jetzt gleich die Staffeln vor und ja, wünsche euch viel Spaß beim Spielbericht. So, hier zu sehen die amerikanische Staffel mit frisch bemalten Wildcat-Fliegern. So, die Wildcat hat hier entsprechend eine Geschwindigkeit von 6, eine Wendigkeit von 1 und eine Firepower von 2. Als Aircraft Trait hat der Flieger nur den Robust Trait, das heißt, wenn drauf geschossen wird, wird ein Würfel weniger gewürfelt. Als Theaterkarten, da wir Early War spielen, habe ich einmal Superior Armament und Bad Weather. Die beiden werden gleich sofort gespielt, soweit ich das weiß. Nein, das nicht, sondern Bad Weather wird gleich bei der Aufstellung schon gespielt und es kommen zwei Wolken mehr rein. Und Superior Armament bedeutet, dass ich, wenn ich diese Karte spiele, eine Feuerkraft mehr habe. Als nächstes habe ich eine Doktrinenkarte, den Dive Away. Bei dem Dive Away kann ich dann, wenn es soweit ist und ich einen Flieger habe, der im Nachteil ist, trotzdem noch einmal den Vorteil verbrennen. Sprich, ich darf trotzdem einen entsprechenden, in der zweiten Phase ein Manöver oder ein Dive machen. Ja, das soweit zu den Amerikanern. Und jetzt kommen wir zu den Japanern. So, hallo Leute, jetzt melde ich mich auch nochmal eben zu Wort mit meinen Japanern. Ich habe hier einmal die A6M50 mit einer Geschwindigkeit von 7, Wendigkeit von 3 und einer Feuerkraft von 2. Standardmäßig ist die halt das ist ein Holzbauflugzeug. Das heißt, wenn Christian jetzt eine der Maschinen beschießt, darf er eine Attacke oder einen Würfel mehr benutzen für den Beschuss. Und dann haben die Flieger diesen Tide Turn als Flugzeugfähigkeit. Das bedeutet, wenn ich diese Karte spiele, darf ich in meiner Bewegung die 45 Grad halt in der Bewegung, wann ich es halt möchte, spielen und nicht wie es normalerweise wäre, erst am Ende der Bewegung. Also ich darf sie halt irgendwann in der Bewegung einsetzen. Theatertechnisch habe ich hier eine schöne Karte, die im Prinzip aussagt, dass
ich Christian ein bisschen stören kann in seiner Piloten-Action. Das heißt, wenn er eine Piloten-Action spielt, muss er Manövertest machen. Und eine Doktrinkarte mit aggressiver Taktik. Das heißt, ich kann auch hier nochmal als Bonus eine Tide-Turn-Karte spielen. Und habe vorab mit der Karte auch nochmal eine 45 Grad Drehung, die ich halt machen kann in der Bewegung, wann ich möchte. Ne? Jo. Das war's im Prinzip. Und ja, meine Flugzeuge habt ihr ja schon gesehen. Sind alle mit der Nasenspitze nach unten. So starten die Kollegen. Aber ich denke, das kriege ich trotzdem irgendwo gebacken. Ja, ich hoffe, dass die relativ schnell mit der Nasenspitze ins Wasser fallen. Nein, Arr, nein, arr. nein. So, ich habe ja hier meine Flieger soweit noch nicht ausgewürfelt, wie sie starten. Das werde ich jetzt mal einfach live mit euch machen und einfach von links nach rechts Würfel würfeln. Hier haben wir schon mal eine 5. Das bedeutet, der Flieger startet schon mal im Vorteil. Der zweite ist im Neutralmodus. Der nächste ist eine 4. Das bedeutet auch neutral. So, der nächste Würfel. Ja, da haben wir schon einen, der pennt. Ja, die werden ja immer schlechter. Verdammte Hacke. So, und dann haben wir noch einen, der im Vorteil ist. So, jetzt werde ich die Flieger entsprechend einstellen und ja, dann geht es gleich schon mit der ersten Runde los. Meine Qualität meiner Flieger ist übrigens, alle Flieger haben eine 3, außer einen Ace habe ich dabei. Bei den Japanern sieht es fast ähnlich aus. Dort ist ein Veteran, 4 reguläre und ein Rookie am Genau. Start. Ja, dann würde ich sagen, Ist komisch. viel Spaß! So, da die Amerikaner die Theaterkarte schlechtes Wetter haben, habe ich hier auf dem Spielfeld jetzt schon mal zwei Wolken entsprechend positioniert, so wie ich die gerne haben möchte. Und wir werden mit dem guten alten Artilleriewürfel mit einem W6 die Abweichung feststellen. Und ich mache das einfach mal hier für die erste Wolke. 6 Zoll. Da benutzen wir doch einfach mal hier den Messstab. Ach ne, das ist ein bisschen blöd. Kannst du hier den normalen auch Aber dann benutzen? noch irgendwo genau. Das Wir ist haben ja besser. alles da. Die geht 1 Zoll. Relativ dichtes Wolkenfelder. So, ja, das war das mit den Wolken. Und dann denke ich mal, ja, auf ein gutes Gelingen und viel Spaß euch beim Zuschauen. So, wir befinden uns jetzt in Runde 1 und es beginnt eigentlich so gesehen Christian, weil meine Flieger ja alle mit der Nasenspitze nach unten zeigen und er hatte jetzt schon einige Flieger gewürfelt, die ja entsprechend statusneutral oder advanced haben. Das heißt, du fängst an, ne? Genau, ich fange jetzt einfach mal mit den Fliegern an, die im Vorteil sind. Wir gehen ja hier immer nach dem Pilotenskill und werden alle Flieger erst gezogen, die den Vorteil haben. Das mache ich jetzt einfach mal. Meine Flieger sind etwas langsamer und dafür etwas besser gebaut als die Zeros. Deswegen fliege ich jetzt einfach mal ganz blöd mit den Fliegern, die ich zuerst ziehen kann. Der nicht, der ist ja nur mit der Nasenspitze nach oben. Stimmt, ich wollte auch den hier eigentlich. Genau. Und fliege jetzt mal ganz stumpf nach vorne. Also praktisch die, die im Vorteil sind, jetzt kommen Genau. logischerweise die Neutralen. Ich verbrenne jetzt im Moment noch keinen Vorteil. Oh, ich muss auch wenn dann erst das Ace ziehen.
Dafür sind mir die Flieger noch ein bisschen weit weg. Man muss dazu sagen, wir spielen heute zum vierten Mal Blood Red Skies. Ja. Das heißt also, wenn wir Fehler machen, dürft ihr das gerne unten in den Kommentaren uns als Hinweis hinterlassen und wir versuchen es dann besser zu machen. Genau, also wir hatten jetzt vorab ein kleines Testspiel nochmal gemacht. Nur die anderen Spiele, sage ich mal, die waren schon etwas länger her. Genau, wir haben gerade mit zwei Fliegern einmal ganz kurz so einen kleinen Auffrischungskurs gemacht untereinander. Das letzte Spiel ist Anfang des Jahres gewesen, Januar, glaube ich, nicht, ja, so den Dreh. Da lag genau. Jetzt schon einige Zeit dazwischen. Als Pilotenaktion würde ich hier jetzt einmal climben. Mhm. Das heißt, ich gehe nach oben. Dann kommt hier der letzte meiner Flieger, die ich sofort ziehen darf. Der macht auch die Pilot Action nach oben. Ja, und dann ist jetzt erstmal der Japaner dran. Dann genau. Nehme ich die Kamera und überlasse dir mal das Feld. Ja. So, das bedeutet, dass jetzt meine regulären bzw. zuerst der Veteran fliegen darf. Der Veteran, was habe ich denn hier? Die kann ich vorher machen, das ist noch nicht so relevant. Dann fliege ich zuerst mit dem Veteran bis zu 7 maximale. Genau, die Zeros sind ein kleines bisschen schneller als meine fetten Babys. Und als Piloten-Action würde ich jetzt auch den Status verändern auf neutral. Mhm. So, und das würde ich jetzt im Prinzip... Lass mich raten, mit allen machen. Mit allen machen, genau. So sieht's aus. Gehen im Prinzip jetzt, fliegen die alle stumpf nach vorn und ändern im Anschluss ihren Status auf neutral, damit wir das schon mal wieder vom Tisch haben. Und das jetzt nicht ganz so übel aussieht. So, oh, hier habe ich glaube einen Fehler gemacht. Hier muss ich nochmal eben zurück, weil das, ich habe ja hier einen unerfahrenen Kollege dabei. Der kommt dann erst nach Christian seinen letzten Fliegern. Das heißt, der noch. Der andere ist dann am Schluss dran. Ja. Genau. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Einmal hier so ein kleiner Flug über das Flugfeld. Und ja, dann würde ich sagen. Sind deine letzten beiden dran? Genau. Dann kannst du die eben noch bewegen. Ja, man sollte den Maßstab auch mal richtig machen. Also auch hier gleiches Spiel. Christian geht dann im Anschluss mit Piloten-Action auf neutral. So sieht das. Zack. Jo. Und das würde ich jetzt im Prinzip auch mit meinem letzten Flieger machen, den unerfahrenen. Er fliegt hier noch hin. Ups. Ganz schön windig. Ja, das passiert leider immer relativ schnell. Da muss man aufpassen, dass man die nicht immer wieder so verschiebt. Aber das ist noch im Rahmen hier. Genau. Ja, dann würde ich sagen, spielen wir die zweite Runde und melden uns wieder, wenn hier ein bisschen Action abgeht. Bis gleich. So, wir sind mit der Runde 2 durch. Das ist jetzt hier die Ansicht, wie es jetzt gerade aktuell aussieht, nach Rundenende. Meine Japaner sind im Prinzip fleißig nach vorn geflogen. Der Veteran hat sich in den Wolken versteckt. Genauso wie ein regulärer, der hat jetzt hier die Wolke angekratzt, ist somit halt praktisch auch in den Wolken. Zwei reguläre sind praktisch in den Vorteil geflogen, also nach oben.
Und hier hat ein Japaner es geschafft, eine Wildcat ja, auszumanövrieren, also praktisch den Vorteil auf neutral zu lenken. Und ich stelle gerade fest, Dass du einen Flieger vergessen hast. meinen Rookie vergessen habe, den können wir ja gleich einmal live machen. Ja, klar. Er darf noch mitspielen, hast Glück gehabt. Genau, er darf noch mitspielen. Und zwar würde ich hier zuerst die Tide-Turn-Karte spielen. Das heißt, ich kann wieder eine 45-Grad-Bewegung in der Bewegung machen, wann ich möchte. Die mache ich jetzt hier zu Anfang und fliege hier so einmal zwischen den Wolken. Und zwar, ich fliege einfach mal die komplette Distanz auf 7 und würde dann mit ihnen einmal climben nach oben. Jo, damit ist der auch durch. Alles klar. Ja, die Amerikaner haben jetzt nicht großartig was Spektakuläres gemacht. Wir sind alle ein bisschen nach vorne geflogen. Einer ist hier auch ein bisschen in die Wolke hinein. Haben alle, bis auf dieser hier, auch in der zweiten Phase einmal den Vorteil verbrannt, um die doppelte Strecke zurückzulegen, damit das alles ein bisschen hier in der Mitte sich ein bisschen ballt und dass wir jetzt gleich ein bisschen, ja, Piloten-Action haben. Genau. Alles Also klar. bis zur Runde 3. So, wir kommen zur Zusammenfassung der dritten Runde. Und ja, hier sieht es schon ziemlich trubelig aus. Also, hier hat sich einiges getan. Das Wichtigste fasse ich hier mal zusammen. Einer meiner Flieger wurde beschossen und ist zwar ausgewichen, aber der erste Boom-Shit-Marker ist auf alle Fälle da. Gemacht wurde das hier von diesen vier fiesen Zeros. Die sind alle auf den einen Flieger gegangen. Das war gar nicht so nett. Aber naja, manchmal muss man damit stehen und sterben. Hier vorne war eine ähnliche Situation. Ich habe auf diese Zero geschossen, die hier in der Mitte der Wolke steht. Habe ihn hier mit dem Flieger ausmanövert und dann versucht, hier mit dem einen vorderen, mit der vorderen Wildcat zu beschießen. Das hat bei mir nicht gut geklappt. Ich hatte keine 6 dabei. Entsprechend auch keinen Treffer. Ansonsten war es sehr viel Manöver, wenig Schießen, wie das aber immer bei Blood Red Skies bisher bei uns war. Man muss sehr viel taktisch vorgehen. Ja, das machen wir jetzt mal ab der vierten Runde. Das Schöne ist, jetzt muss der Japaner würfeln! So, jetzt haben wir den ersten Fall. Wir haben die vierte Runde und Chris musste jetzt bei der zweiten Aktivierung wieder würfeln. Bei der ersten ist alles glatt gegangen. Ja, und der Flieger muss jetzt die nächste Spielfeldkante suchen und direkt darauf zubewegen in normaler Geschwindigkeit. Kann nichts anderes mehr machen. Nur wenn ich ihn verfolge, könnte ich ihn natürlich noch abschießen. Das ist das Einzige. Ja. Dann mal viel Glück. Genau, ansonsten ist der D-Zero hier geflogen. Kleines Stück nach vorne. Mein Veteran, beziehungsweise mein Ace, hat auch eine kleine Drehung gemacht. Hat hier vorne die Zero ausmanövert und dementsprechend ist die im Nachteil. Und das war alles, was in dieser Runde bis jetzt passiert ist. Dann schauen wir mal weiter, ob noch weitere von den Zeros abdrehen. So, Runde 4 Ende. Wie ihr sehen könnt, ist das hier ganz schönes Kuddelmuddel. Alles extrem dicht beieinander. So die Hauptsachen, die jetzt hier eigentlich passiert sind.
Hier ist nochmal ein zweiter, der leider keinen Sprit mehr hat und abdrehen muss. Leider nicht geschafft. Ansonsten, ja, Christian hat, ich glaube, zweimal versucht, Schüsse anzubringen. Genau, jemanden runterzuholen. Zweimal versucht, einmal hier auf den der auch keinen Sprit mehr hat und auf noch einen, ich weiß es nicht. Ich glaube auch, das war auch irgendwo in der Mitte, genau. Nee, die waren, beide Schüsse waren auf ihn. Beide, der, ja, stimmt, genau. Genau. Von der Seite einmal von dieser Rotte, die von hier unten kommt, Richtung Süden, und einmal hier, der aus westlicher Richtung, haben ihn versucht zu beschießen. Nicht geschafft, trotz, dass meine Flieger Holzklasse sind. Was und nur noch einen Schuss wendige mehr hast. Holzklasse, ja. Genau, wendige Holzklasse. Ja, ansonsten. Genau. Hier hat sich der Nahkampf gelöst. Die Zero hat auf meine Wildcat hier vorne geschossen. Und nachdem der geschossen hat. Ach, ein Boomsheet. Hast du nicht noch einen Boomsheet bekommen? Ja. Genau. Das stimmt. Einen zweiten Boomsheet für mich und einen Boomsheet mittlerweile für den Japaner. Das heißt, ich habe zwar nicht aufgeholt, aber auch ich habe mal Glück gehabt. Weil meine Würfel heute gar nicht gut fallen. Nee. Aber sonst sind es deine, deswegen kann ich mich nicht beschweren. Eben, es muss auch mal ausgleichende Gerechtigkeit sein. Jetzt wird es auch für den Japaner nochmal schwierig, weil in der fünften Runde wird auch der Würfel höher für Sprit. Also wenn ich dann auch schon die 2 erwürfle, muss der entsprechende Flieger dann abdrehen. Es wird eine enge Kiste. Also mit 2 Fliegern kann ich jetzt in der Folgerunde fast nichts mehr machen. Ich muss sie nur irgendwie in Sicherheit bringen, damit mich das kampagnentechnisch nicht irgendwelche Verluste bringt. Ansonsten, ja, schauen wir mal, wie es in der Runde 5 abläuft. Ja, jetzt sind wir in der 5. Runde und das Spiel hat ganz schön rasant Fahrt aufgenommen. Hier vorne ist eine Wildcat abgeschossen worden von der Zero. Die anderen beiden Zeros, die eine hier hat sich durch die Wolke bewegt. Diese hier muss ja nach Hause fliegen, weil der Sprit alle ist. Hier vorne hat sich auch sehr viel getan. Dieser ganze Bulk von Wildcats hat einmal diesen hier, diese Zero, abgeschossen mit 2 Boomshits. Das ist eine von denen, die keinen Sprit mehr hatte. Die wollte einmal quer durchfliegen. Und mit Glück auch diesen hier einmal abgeschossen. Und ja, dann fliegt dieser hier noch nach Hause. Ja, und das war das Spiel. Dadurch, dass wir jetzt den Breakpunkt erreicht haben. Das heißt, der Japaner hat nur noch 4 Maschinen, aber schon insgesamt 5 Boomshits. Sind wir jetzt soweit, dass wir dann jetzt gleich in das Fazit gehen. Ja, kommen wir zum Fazit. Gewonnen, verloren, ist egal, es hat Spaß gemacht. Ja, definitiv. Es hat also eine Menge Laune gemacht und es war auch mal wieder bis zum Ende eigentlich knapp. Ne? Ja, wie immer. Also bei den Japanern, also bei mir waren jetzt schon 3 Maschinen, glaube ich, am Abdrehen wegen Sprit. Und trotzdem ist es mir dann noch gelungen, dass ich eine Wildcat abschießen konnte. Und im Vorfeld eigentlich, glaube ich, immer einen Boommarker mehr. Du bist Ende der 4. Runde die Vorherrschaft gehabt. Ja. Anfang der 5. Runde hast du meine Maschine zuerst abgeschossen. Richtig. Und danach. Ja, ging es relativ schnell, ne? Schlag auf Schlag. Genau. Genau, ne? Dann hat sich das so gut eingependelt bei dir von den Bewegungen her. Besonders jetzt halt auch mit den Wolken. Ne? Das konnte man auch sehr gut als taktisches Mittel verwenden, um aus den Wolken, also man konnte in die Wolken reinfliegen, wieder rausfliegen und sich halt so gut stellen, dass man dann halt einen leichten Vorteil hatte. Einen leichten Vorteil hatte, genau. Genau. Ja, punktetechnisch. Wir zählen die Flieger je als einen Siegpunkt und jeden der Boomshit-Marker, um die Menge der Punkte entsprechend ein bisschen aufzuwerten. Der Japaner hat 4 Punkte geholt, der Amerikaner 7 Punkte. Mhm. Und dementsprechend ein Sieg für US-Amerikaner.
Dritter Sieg, genau. Ja, ja. Und zum Spiel kann man einfach sagen, wir haben jetzt, wie wir es am Anfang ja gesagt haben, lange nicht mehr gespielt. Mhm. Es ging aber sehr gut wieder von der Hand. Man merkt wirklich, dass die Regeln einfach sind, aber die Taktik, die man benötigt zum Spielen, doch schon nicht ohne ist. Man muss viel überlegen und ja, viel überlegen hilft manchmal nicht, wenn der Gegner sich dann anders bewegt, als man möchte. Mhm. Das ist immer sehr, ja, interessant. Ja, man muss halt wirklich schon ein paar Sachen so ein bisschen vorausplanen. Also ein, zwei mögliche Züge vom Gegner muss man schon auf dem Schirm haben, um eventuell dann irgendwie positiv dann aus der Situation rauszukommen. Und vor allen Dingen auch, was einem erstmal am Anfang ein bisschen schwerfällt, ist, dass man wirklich mit diesen Rotten halt arbeiten muss. Ne? Dass man nicht wirklich nur mit einem Flieger mache ich jetzt die Aktion und dann ist gut und dann nehme ich den nächsten, sondern man muss wirklich echt versuchen, mehrere Flieger zu kombinieren, um halt mal endlich einen Abschuss zu bekommen. Und das hat ja auch lange gedauert, ne? Ja, ja, genau. Das mal geschafft haben, gerade zu Anfang, wenn viele Flieger auf dem Tisch sind, dauert das schon echt erstmal, eben man da wirklich einen Abschuss bekommt oder überhaupt so einen Boomhaker. Und die Hauptsache oder die Hauptfrage, die wir uns ja zu Anfang auch gestellt hatten, funktioniert das Spiel Puppet Skies im Zusammenhang mit unserer Kampagne? Und was würdest du sagen? Super. Ja, passt sowas wie Faust aufs Auge in die ganze Kampagne hinein. Ja, ja, und macht gerade auch mit den dynamischen Effekten, die wir im Bold Action ausgespielt haben, natürlich unwahrscheinlich viel Spaß, weil das auch wieder eine ziemliche Dynamik in die ganzen Spiele hineinbringt. Man hat nicht ein trockenes 0815 Spiel, sondern spielt ja um was und genau. Ja, macht auf alle Fälle sehr viel Spaß. Dass man halt den Nervenkitzel, den kleinen Anreiz nochmal irgendwas halt in der Kampagne zu bewirken, ne? Nicht alles irgendwie sinnlos zu opfern. Halt, ich hatte jetzt hier zum Beispiel versucht, nochmal die Maschinen zu retten natürlich, die abdrehen mussten. Ist mir dann auch nur bei einer gelungen, halt um in der Kampagne nicht wieder was nachkaufen zu müssen, ne? Und für dich ist es genau umgekehrt. Du versuchst natürlich, meine Streitkräfte ein bisschen zu dezimieren, um halt dann auch wieder irgendwo einen Vorteil zu bekommen. Und das macht es halt irgendwie dynamisch und spaßig halt, ja. Weil ne, es funktioniert auf jeden Fall. Wir gucken dann mit dem Cool Seas Spiel, wie das dann da ist. Ne? Mhm. Aber das wird wahrscheinlich nicht anders sein. Genau. Ja, und das wird wahrscheinlich dann auch das nächste Spiel sein von uns in der Kampagne, ne? Ja, richtig, genau. Ja, dann würde ich sagen, sind wir soweit durch? Wir sind durch. Genau, und dann würde ich einfach noch euch einen schönen Tag, Abend, Morgen oder was ihr auch immer nicht wünschen, je nachdem, wann ihr guckt. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.